Ich bin heute mit der Route in Solothurn unterwegs. Hier der Bahnhof. Wir haben die Aare erreicht. Da hinten die schöne Kathedrale. Schauen wir natürlich heute auch noch an. Dein Blick auf die Altstadt von Solothurn. Oh, ist doch einfach schön. Da die ganz alten Kanonen. Wir befinden uns hier in einem ganz schönen Park und da noch der schiefe Stadtturm. Schauen wir hier noch auf die Aare runter. Ja, rein kann man leider nicht. Die Türe ist verschlossen. Und da sieht man die Aare. Mit Blick auf den Weißenstein. Und die Seilbahn sieht man auch schön. Die Kabinen glänzen. Ja, bis unten fahren die Schiffe. Weiter aufwärts ist sie leider nicht schiffbar. Und da oben noch die Autobahnbrücke oder ein Ausleger von der Autobahn. Da ist doch die Aare relativ breit. Da vis-à-vis ist die Schiffanlegestation. Da warten schon ziemlich viele Leute auf das Schiff. Da wieder der Stadtturm. Schön da an der Aare. Und da ist noch ein Entenehepaar unterwegs. Jetzt kommt das Schiff von Biel her und wendet sicher hier unten und fährt dann wieder
zurück nach Biel. Jetzt sieht man schön, wie es wendet. Da kommt noch ein Zug. Ganz schöner Brunnen. So schön mit diesen Blumen. Und diese Brunnen. Und wieder seine versteckte Gasse. Ist einfach schön da. Diese Gasse. Ein schönes Stadttor. Wieder eine Gasse. Das ist die Stadtkirche von Solothurn. Und schaut euch mal die schöne Decke an. Oh. Ein Kloster oder ein ehemaliges Kloster. Und da unten ist das Rathaus von Solothurn. Und hier noch einen kleinen Teil von der alten Stadtmauer mit dem schönen Brunnen. Thank you.
Oh, ist das schön da. Das alte Zeughaus. Oben dieser Arm, das war früher wie ein Kran. Da hat man zum Beispiel größere Gegenstände wie Möbel hochgezogen außerhalb vom Haus. Das sieht man auch sehr viel in Holland. Und da unten die große Kathedrale. Da hinten die schönen Rosen. Und da auf der linken Seite das alte Zeughaus. Ja, liebe Wanderbrüder, ich muss euch leider enttäuschen. Da oben ist halt immer noch ein Baugerüst. Aber trotzdem einen lieben Gruß nach Berlin aus Solothurn. Ihr kennt ja die Stadt bestens, wahrscheinlich sogar besser als ich. Ja, die alte Stadtmauer von Solothurn. Und da vorne sehe ich auch noch ein Gebäude, das aussieht wie ein Schloss. Da muss ich dann aber zu Hause nachschauen, was das ist. Das kann ich nicht sicher sagen. Könnte auch eine Kirche sein. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Und da noch der Turm. Die Blumen, es ist doch einfach was Schönes. Da befinden wir uns jetzt schon wieder außerhalb von der Stadt. Oder besser gesagt von der alten Stadt. Und da das Basler Tor. Auch ganz schön gemacht. Diesen Blumen oben und dann noch der große Turm von der Kathedrale. Als nächstes geht es in die Kathedrale von Solothurn. Da noch ganz schöne Häuser.
dir. Jetzt sind wir noch auf die St. Ursen-Kathedrale hochgeklettert, auf den Turm. Und ich zeige jetzt euch einen Rundumblick von Solothurn. Da unten direkt, das muss auch ein ehemaliges Kloster gewesen sein. Und die Aare. Trotz dem heißen Tag hat es heute sehr wenige Leute drauf. Dein Blick Aare abwärts. Und da hat man einen schönen Blick auf den Jura. Und da hier vorne, das kennt ihr auch, die meine Filme anschauen, das Schloss Waldeck. Und in diese Richtung hier vorne, da ungefähr, ist die Verena-Schlucht. Und da oben, da ganz vorne, hier oben, ist der Weißenstein. Ja, und die lieben Wanderbrüder, hier sieht man doch noch ein bekanntes Wahrzeichen von Solothurn, das ihr ja bestens kennt, diesmal von oben herab. Und da wieder das alte Zeughaus. Und da vorne mit der Fahne. Das Rathaus. Und da hier einen Blick auf die St. Ursen-Kathedrale runter. Große Kuppel und über die Altstadt Richtung Biel. Biel wäre da ganz, ganz weit oben. Ungefähr hier. In diese Richtung da. Und wieder Aare aufwärts. Und da kommt noch ein Schnellboot. Oder man könnte es meinen. Seht mal, was ich da unten noch entdeckt habe.
einen Erker. Und da einen Blick Richtung Alpen. Man erkennt von hier aus im Dunst den Niesen. Und natürlich auch Richtung Emmental. Liebe Wanderinnen und Wanderer, ich möchte euch noch was Besonderes von Solothurn mitteilen. Ich zitiere aus Wikipedia. Die Solothurner Zahl 11. Solothurn hat eine spezielle Beziehung zu der Zahl 11, deren Ursprung möglicherweise bis ins Mittelalter zurückreicht. Der Grund für diese Vorliebe liegt allerdings im Dunkeln. Die Bürgschaft der Stadt war in 11 Zünften organisiert und bereits der erste Rat, der in die Solothurner stellen durften, zählte 11 Mitglieder. Nachdem immer mehr solche Elfer-Beziehungen zum Vorschein getreten waren, begann die Solothurner die Zahl bewusst zu pflegen. So verfügt das Wahrzeichen der Stadt, die St. Ursenkathedrale, über 11 Altäre und 11 Glocken. Zu ihr hinauf führt eine Treppe mit jeweils 11 Stufen pro Abschnitt. Und die vom Haupteingang aus gezählte 11. schwarze gestrichene quadratische Bodenplatte im Hauptschiff bezeichnet die einzige Stelle in der Kirche, von der aus alle 11 Altäre bzw. den Teile davon gleichzeitig zu sehen sind. Die barocke Stadtbesichtigung besaß von ihrem Teilabbruch 11 Bastionen. Im Weiteren hat die Stadt eine Solothurner Uhr, die nur 11 Stunden hat. Das im Naturmuseum hängende Quantpedal, welches die Erddrehung anzeigt, dreht sich ebenfalls relativ zum Erdboden um 11 Grad pro Stunde. Schön ist, heute hat es fast keine Leute. Das ist auch noch interessant da. Die Apotheke Hirsch. Sieht noch gut aus. Da die Laternen. Da vorne ganz ein schöner Brunnen. Und dieses Haus sieht schon fast aus wie in Italien.
Und ganz oben ist noch irgendein Wappen. Sogar noch Vögel hört man da in der Stadt. Und da vorne ist nochmal so ein Erker und wieder so ein interessanter Brunnen. Da ist noch ein Drachen ganz oben. Schöne Seitengassen. Und das ist sicher die Justitia. Nochmals einen Blick auf die Aare. Und da sieht man noch einen Turm von der Stadtfestung. Und das da vorne ist die Jugendherberge von Solothurn. Ja, da hier ist auch die Familie Wesenthal zu Hause. Ich habe Ihnen ja schon das Schloss gezeigt, ein bisschen außerhalb von Solothurn, und auch das da hier gehörte Ihnen. Übrigens, Solothurn ist eine Ambassadorenstadt. Früher war hier die Botschafter oder der Botschafter aus Frankreich stationiert, und aus diesem Grunde ist auch Solothurn eine Ambassadorenstadt und Ambassador. Ruth und ich haben den Bahnhof von Solothurn wieder erreicht. Wir schließen hier unsere Stadtbesichtigung. Es hat sich gelohnt, hier wirklich die Stadt Solothurn zu besichtigen. Vielen Dank fürs Begleiten.